Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es mal wieder um die LG Twinwash, die meines Erachtens aktuell smarteste Waschmaschine auf dem Markt. Ihr wisst ja, LG hat mir freundlicherweise diese Waschmaschine damals zur Verfügung gestellt und seit ich die Waschmaschine bekommen habe, habe ich sehr, sehr viele Fragen von euch bekommen und ich habe natürlich auch schon sehr viele Erfahrungen mit dieser Waschmaschine gesammelt. Deswegen geht es in diesem Video um eine Kernfrage von euch und zwar um die Frage, wie funktioniert eine Waschmaschine von LG, also die Twinwash beispielsweise, mit der LG SmartThink App. Ihr wisst ja, die LG SmartThink App ist eine App, in dem LG wirklich ein sehr, sehr gutes Konzept eigentlich eingeführt hat. Und zwar kann man mit Hilfe dieser App alle Smart Home Geräte, die LG auf den Markt bringt, das heißt Kühlschränke, verschiedene Smart Life, Smart Art Devices, natürlich auch diese Waschmaschine, Fernseher und so weiter, alles in eine App einbinden. Das heißt, im Prinzip ist das eure Smart Home Zentrale und zwar ganz ohne Hub. Viele andere Anbieter, beispielsweise Energy und so weiter, haben natürlich immer einen Hub, den man nutzen muss, um im Prinzip alle Smart Home Geräte dort einzuspeisen und dann an einer App weiterzuleiten. LG selber hat ein rein Hub-freies Konzept, was ich sehr, sehr gut finde, und das ist diese LG Smart Think App. Die App gibt es zunächst einmal kostenfrei im App Store, natürlich auch im Android Store. Das heißt, dort könnt ihr euch das Ding runterladen und dann könnt ihr im Prinzip auch schon anfangen, verschiedene Geräte einzuspeisen. In diesem Video gucken wir uns einmal an, wie man die LG Twinwash einspeist. LG Twinwash habe ich euch in den vergangenen Videos schon einiges zugezeigt und zwar zunächst einmal natürlich, was ist das Konzept dieser Waschmaschine? Für alle, die es noch nicht gesehen haben, fasse ich es nochmal kurz zusammen. Ansonsten guckt euch auf jeden Fall die ersten Videos zur LG Twinwash an. Super, super spannend. Die LG Twinwash ist eine Doppelwaschmaschine. Das heißt, sie besteht aus zwei Waschmaschinen, die autark voneinander arbeiten. Das ist das Let's Wash It Konzept. Es ist wirklich enorm zeitsparend, enorm smart, wassersparend und so weiter. Die LG Twinwash hat verschiedene Sensoren. Sie misst die Menge an Wäsche, die ihr drin habt. Und natürlich ist sie auch WLAN-fähig. Und WLAN-fähig heißt immer, man kann sie mit einer App koppeln und in dem Fall kann man sie sogar ständig erweitern, denn man kann neue Programme auf diese Waschmaschine drauf spielen, man kann unter anderem Zeitpläne festlegen und. Also super viel und super viel Smartes. Und wie man diese Waschmaschine dann letztendlich auch richtig smart macht und sie mit der App verbindet, das gucken wir uns jetzt einmal an. Zunächst einmal müsst ihr natürlich eure LG Twinwash beziehungsweise entweder unten den kleinen Sidekick oder oben wirklich den Frontlader anschalten und dann seht ihr zunächst einmal dieses große Touchpanel. Das Touchpanel selber haben wir uns schon mal im Designkonzept-Video genauer angeguckt. Hier geht es wirklich darum, jetzt zu gucken, wie kriegt man diese Waschmaschine mit WLAN verbunden. Ich persönlich bin jemand, der macht immer sehr viel, ohne sich die Anleitung durchgelesen zu haben. In dem Fall schadet es vielleicht nicht, wenn man sich zumindest diese Sektion einmal durchliest, denn es ist eigentlich recht simpel, aber man muss doch zwei, drei Punkte beachten. Zunächst einmal, wie gesagt, man schaltet das Ding an, dann hat das Ding einen WLAN-Button, nämlich ein WLAN-Touch-sensitives Feld. Dort muss man einmal 3 Sekunden seinen Finger darauf halten. Und dann passiert Folgendes. Ihr habt so ein kleines WLAN-Symbol oberhalb in der Mitte, sehr zentriert von der Waschmaschine und das fängt dann an zu blinken. Und in dem Moment, wo es anfängt zu blinken, könnt ihr euch im Prinzip schon in eure LG SmartThink App bewegen. In der LG SmartThink App müsst ihr euch natürlich kurz einen Account anlegen und dann könnt ihr auch schon direkt starten. Zunächst einmal müsst ihr hier einstellen, was möchtet ihr machen. Ihr möchtet hier ein neues Produkt hinzufügen, sagen wir einfach mal plus Register und dann können wir auch schon direkt einstellen, welches Produkt wir hier eigentlich hinzufügen wollen. Und zwar geht es hier wirklich darum zu sagen, wir möchten jetzt einen Front Load Washer hinzufügen, das heißt eine Frontladewaschmaschine. Es gibt allerdings auch andere, hier sieht man es direkt ganz schön, die LG mittlerweile auf den Markt gebracht hat, die schon smart sind, unter anderem Top Loader, natürlich Wäschetrockner, es gibt verschiedene so Dampfschränke und es gibt hier wirklich auch den Sidekick. Der Sidekick ist weiter unten. Auch den
im LG Twinwash Konzept kann man natürlich direkt mit WLAN einbinden. Wir wollen jetzt aber allerdings uns angucken, wie man den Frontloader sozusagen einbindet. Dazu klicken wir einfach einmal drauf. Und das finde ich jetzt sehr, sehr cool gemacht. Und zwar ist das sehr gut erklärt. Man hat immer hier Bilder in der App drin, die es einem wirklich ermöglichen, diese Installationsschritte sehr, sehr gut nachzuvollziehen. Man muss es sich nur genau durchlesen. Und zwar kann man hier nämlich sagen, hat die Waschmaschine dementsprechend ein Tag-On-Logo? Das hat sie nicht, deswegen sagen wir nein. Und dann kommt das nächste, hat die Waschmaschine ein SmartThink-Logo, was entweder so oder so aussieht? Und das hat sie definitiv, hier sehen wir es nochmal. Und das SmartThink ist natürlich das Konzept von LG, was die Smart-Home-Serie sozusagen beschreibt. Deswegen sagen wir yes. Und dann kommt schon direkt die nächste Frage, sieht so deine Waschmaschine aus oder besitzt deine Waschmaschine dieses Merkmal? Hat sie einen Drehknauf? Nein, hat sie nicht, können wir direkt sagen. Und dann kommt die Frage, sieht so deine Waschmaschine aus? Aber so sieht sie auch nicht aus, deswegen sagen wir nochmal nein. Und jetzt kommt im Prinzip auch schon nochmal die Anweisung, wenn ihr es noch nicht gemacht habt an diesem Punkt, könnt ihr es hier nachholen. Einmal 3 Sekunden wirklich auf den WLAN-Button klicken und dann fängt er an zu blinken und dann funktioniert eigentlich alles automatisch. Ihr müsst euch einmal mit eurem WLAN-Netzwerk verbinden und zwar hat dieses WLAN-Netzwerk dann den Namen eurer Twinwash-Waschmaschine. Dort einfach einmal draufklicken, schon seid ihr verbunden und schon ist das Ding in eurer App drin. Es geht wirklich ruckzuck, wenn man es einmal wirklich sich durchgelesen hat und es einmal verinnerlicht hat, dann passt das perfekt. Ihr seht hier, meine Waschmaschine ist drin und ihr seht auch natürlich dementsprechend jetzt hier läuft aktuell ein Programm und das Programm selber ist jetzt auch schon komplett hierüber steuerbar. Ihr müsst nur immer den Fernzugriff bei der Waschmaschine aktiviert haben, dann könnt ihr alles jetzt hier über die App machen. Wir gehen einfach mal drauf auf dieses Waschprogramm und dann sehen wir im Prinzip, was aktuell denn läuft. Aktuell läuft der Modus Elegy Care. Das ist ein 60 Grad Modus und wir sehen hier, wie viel Zeit noch verbleibt. Wir haben hier die Möglichkeit zu sehen, wann die Waschmaschine circa fertig ist. Sie ermittelt immer den optimalen Zeitpunkt anhand der Substanz der Wäsche sozusagen, also anhand der Trockenheit, anhand der Masse und so weiter und zeigt euch das dann an. Und dann können wir natürlich hier einmal sagen, wir möchten das Ganze pausieren, wir möchten die Waschmaschine ausmachen oder wir möchten auch natürlich Benachrichtigungen erhalten und diese Push-Benachrichtigungen kommen dann dementsprechend immer, wenn man einen Waschvorgang beendet hat oder wenn es irgendwelche Probleme gibt, was zum Glück aber bisher bei mir noch nicht der Fall war. Das ist alles, beziehungsweise das ist wirklich das, wie man diese Waschmaschine in das SmartThink-System von LG einbindet. Super, super praktisch, super einfach und vor allen Dingen echt schnell und man braucht kein, ja, sag ich mal, großes technisches Vorwissen, um das auszuführen und der Effekt daraus ist wirklich extrem gut. Man spart viel Zeit, noch mehr Zeit als überhaupt mit dem Twinwash-Konzept an sich. Man kann auch von unterwegs mal eben die Wäsche timen. Wenn man sie davor voll gemacht hat, die Maschine, kann man die Wäsche anschalten, damit das dann perfekt auch passt, bis man wieder zu Hause ist, um sie dann aufzuhängen, um sie in den Trockner zu bringen und so weiter. Von daher, super Sache. SmartThink macht unheimlich viel Spaß. Ich bin gespannt darauf. Ich hoffe, dass ich in Zukunft noch viele, viele weitere LG SmartThink-Produkte auch testen kann. Dann können wir natürlich dieses ganze Smart-Home-System noch weiter aufbauen von LG und ich kann euch hier alle Vor- und Nachteile natürlich dieses Smart-Home-Systems einmal vorstellen. Was für Fragen habt ihr weiterhin zur LG Twinwash? Ich bin gespannt. Schreibt es mir einmal in die Kommentare. Ich versuche wie immer alles für euch in den nächsten Videos zur LG Twinwash zu zeigen und natürlich auch zu euch dann eure Fragen zu beantworten. Ihr könnt mich wie immer auch direkt kontaktieren, gerne auch mit den Fragen zu LG Twinwash, gerne auch mit allen anderen Fragen, die ihr zum Thema Smart Home habt. Dafür habe ich euch wie immer meine Handynummer einmal in die Infobox gestellt. Dort könnt ihr mich kontaktieren wie immer unter dem SL Messenger. Den könnt ihr euch kostenfrei runterladen für Android und für iOS. Machen schon viele von euch. Super, super cool. Damit habt ihr den direkten Kontakt. Wie gesagt, einmal die App runterladen, mich dann mit dieser Nummer dort in der App als Kontakt hinzufügen und dann könnt ihr mich direkt persönlich anschreiben. Viel, viel praktischer, viel schneller geht es nicht. Wirklich besser als alle Nachrichtenportale. Wie gesagt, viele von euch machen es. Ich finde es super, super cool. Nehmt die Chance auf jeden Fall wahr. Dann kann ich euch direkt weiterhelfen. Und bis dahin hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, denkt wie immer dran, hier ein Abo dazulassen. Dann verpasst ihr nichts mehr. Mehrfach die Woche gibt es alle News, Reviews, Tests und so weiter aus der Smart Home und aus der Technikbranche
exklusiv für euch hier auf YouTube, auf meinem Channel als Video. Deswegen lasst ein Abo da, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Und bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der Technik. Ich freue mich auf eure Nachrichten und freue mich auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. We'll be right back.